Die friedliche Nutzung der Atomenergie bedeutet denselben Einschnitt in die Menschheitsgeschichte wie die Erfindung des Feuers für primitive Völker. Eine Nation, die auf dem Gebiet der Atomwirtschaft und Wissenschaft nicht Gleichstand und Konkurrenzfähigkeit mit den übrigen Völkern aufweisen kann, wird allmählich einem Prozess der Deklassierung unterliegen. Das alles droht uns. Und was Sie, uns alle hier im Raum betrifft, die Gegner der Atomenergie sind Reaktionäre. Sie wenden sich gegen den Fortschritt. Der Widerstand gegen neue Kohle- und Kernkraftwerke kommt aus der politischen Subkultur. Er richtet sich in Wahrheit gegen den Staat, gegen unsere gesellschaftspolitische Ordnung, gegen eine politisch und Wirtschaft, gegen ein politisch und wirtschaftlich funktionierendes Gemeinwesen. So, jetzt wissen Sie es mal, für und gegen was Sie hier eigentlich arbeiten. Jetzt fragen Sie natürlich, wo hat der Kerl diese komischen Sprüche her? Die ersten zwei waren aus den 50er Jahren von Franz Josef Strauß. Die Sache mit den Reaktionären stammt von Helmut Kohl aus dem Jahr 1978. Und die Sache mit der gesellschaftlichen Ordnung oder Unordnung und der Subkultur stammt von dem damaligen Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff von 1979. Ja, was ich mit Ihnen vorhab, haben Sie daran vielleicht schon so ein bisschen gesehen. Vielleicht kriegen wir auch schon mal das erste Bild der Präsentation. Ich möchte Ihnen so ein bisschen einen Rückblick geben in die Geschichte der Atomkraft. Habe einiges an Bildern, auch so ein paar Zitaten einfach mal zusammengetragen. Und ja, jetzt werden Sie vielleicht fragen, wo hat denn der Kerl die ganzen Bilder her? Und das ist sozusagen jetzt der Werbeblock, den ich mir hier gerade einblende. Ich arbeite an einem Buch über die Geschichte der Atomkraft, was im Herbst erscheinen wird. Also vielleicht kann ich Sie da auch so ein bisschen schon mal sozusagen anfixen für dieses Thema. Und ja, dass Sie das einfach schon mal so ein bisschen gesehen haben, in welche Richtung das geht. Unser Freund, das Atom, ein Buch auch aus den 50er Jahren. Die 50er Jahre waren ja ein Jahrzehnt der Visionen. Man hat damals tatsächlich geglaubt, die Atomkraft könnte die Lösung all unserer Probleme sein, auch international. Ich zitiere hier einfach mal die SED aus der DDR damals, die im November 1955 gesagt hat, die friedliche Nutzung der Atomenergie ist von großer Bedeutung für die weitere Stärkung der Arbeiter- und Bauernmacht und für die Zukunft des deutschen Volkes. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier ein. Selbst die SPD, ein Wahlplakat aus dem Jahre 1957, und wenn man sich in das Godesberger Programm der SPD mal so ein bisschen vertieft aus dem Jahre 1959, da ist auch zu lesen von der Hoffnung dieser Zeit, es ist die Hoffnung dieser Zeit, dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann. Also es ging quasi durch die gesamte Gesellschaft der Glaube daran, dass die Atomkraft alles gut machen wird. Im Jahr 1953 hatte in den USA Präsident Eisenhower seine berühmte Rede gehalten unter dem Namen Atoms for Peace. Man hat damals 8 Jahre nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki kam dann die Überlegung auf, wir gründen eine Institution, wir machen eine Politik gegen die Atombombe, aber für die friedliche Nutzung der Atomenergie. Und das Ganze lief dann unter dem Motto Atoms for Peace. In dieser Denke wurde dann auch die Internationale Atomenergiebehörde gegründet, die ja bis heute sozusagen einerseits die Kontrolle der militärischen Atomkraft im Auge hat, die andererseits aber auch das Ziel hat, die zivile Nutzung, wie es immer so schön heißt, zu protegieren. In den 50er Jahren stießen sie überall auf die Atomkraft. Da wurden die Streichhölzer mit dem Namen Atomic angekündigt und auch eine Dose mit Nadeln trug dieses schöne Stichwort. Ich habe in einer aktuellen Broschüre einer Atomfirma mal gelesen, da stand drin, das Wort Atom wurde in den 50er Jahren wie ein Superlativ gebraucht, wie heute super oder mega. Sie kennen bestimmt den schönen Loriot-Film.
Weihnachten unterm Weihnachtsbaum. Ein Herr Hoppenstedt, glaube ich, heißt er, packt seinen kleinen Atomreaktor aus. Jetzt diese Sache hat Loriot ein bisschen ausgebaut, aber diesen Reaktor gab es tatsächlich als Bausatz, natürlich nicht nuklear, aber so wie man Revell, wer Kinder hat, kennt das ja vielleicht auch noch oder aus seiner eigenen Kindheit, diese Bausätze, also auch dort konnte man einen Atomreaktor bauen. Und das ging auch noch viel weiter. Die Firma Ford hat in den 50er Jahren ein Atomauto konzipiert, der Ford Nucleon, hier in einer Konzeptstudie, wie es immer so heißt, im Maßstab 3:8, glaube ich, wurde es gebaut, hatte natürlich keinen Atomreaktor an Bord, aber man hat das gemacht, um mal so zu zeigen und sich Gedanken zu machen, was eigentlich in der Atomwirtschaft so alles machbar ist. Ja, wie gesagt, es gab noch mehrere, auch Simca hatte irgendwie ein Atomauto im Programm, die Autobauer waren da immer sehr kreativ. Irgendwann stellten sie dann fest, naja, so ganz klappt das ja doch nicht, da einen Reaktor reinzubauen. Aber ich möchte Ihnen jetzt mal ein Zitat vorlesen und was ich sonst eher seltener mache, aber ich zitiere mal aus einem Kinderbuch. Sie kennen alle die Serie Was ist was? Schöne Kinderbücher, die es auch nach wie vor heute gibt. Da gab es im Jahr 1975 ein Was ist was Band zum Thema die Eisenbahn. Und da stand drin: Gasturbine, Diesel und Elektromotor werden wahrscheinlich eines Tages verschwinden. In den USA und in der Sowjetunion arbeiten Wissenschaftler an Atommotoren, die so klein sind, dass sie in Lokomotiven eingebaut werden können. Die Zukunft der Eisenbahn liegt also in der Atomkraft. 1975 im Kinderbuch. Wie politisch sind Kinderbücher, dürfen Kinderbücher sein? Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Ja, man hatte in den 50er Jahren war Deutschland noch so ein bisschen in der Atomforschung zurückgeworfen. Es gab in den Verträgen der Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen Passus, der es verbot, dass man Atomforschung betrieb. Und das ging bis 1955. Das heißt, so lange musste das alles noch so ein bisschen unterm Teppich gehalten werden. 1955 dann durch die Pariser Verträge wurde dann quasi der Besatzungsstatus aufgehoben und dann konnte Deutschland loslegen und dann ging alles sehr schnell. 1956 wurde dann die Reaktorstation, das Atomforschungszentrum in Karlsruhe, dann auch schon gebaut und weitere Forschungsanlagen, hier der Forschungsreaktor in Garching, die dann auch relativ zeitnah kamen. Also da ging dann die Forschung los. Zu diesem Bild fiel mir ein Zitat ein, Sie haben den Reaktor, Sie haben ein Auto, was davor steht. Ein Zitat, das von den hamburgischen Elektrizitätswerken HEW, damals aus dem Jahre 1973. Der umweltfeindlichste Faktor bei einem Kernkraftwerk ist sicher der Parkplatz der Mitarbeiterautos. Ja, es gab dann, die Forschungsreaktoren waren die ersten, die gebaut wurden. Es kam dann eine unglaubliche Euphorie, man wollte Reaktoren bauen. Und jetzt halten Sie sich mal fest, das sind die Pläne, die es gab. 600 Reaktoren für Deutschland, offizielles Papier des Forschungsministeriums, Mitte der 70er Jahre, das war die Vision. Es gab dazu ein Zitat, auch stammt diesmal aus den USA, der Vorsitzende der amerikanischen Atomenergiekommission sagte 1954 bereits, unsere Kinder werden in ihren Häusern Elektrizität nutzen, die zu billig ist, um gemessen zu werden. Das ist ja heute so ein bisschen so ein tradierter Spruch fast schon, man braucht keinen Stromzähler mehr, wenn die Atomkraft kommt. Diese Pläne hatte man, also Sie sehen auch so die großen Vierecke, das sind die ganzen Wiederaufarbeitungsanlagen, die dann geplant waren. Das Thema Entsorgung hat man damals noch so ein bisschen, vorsichtig stiefmütterlich behandelt. Dazu möchte ich mal den Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker zitieren, der 1957 eine schöne Aussage gemacht hat. Da es möglich gewesen ist, wenngleich mit beträchtlichem Aufwand, das Uran aus dem Berg, in dem es steckte, herauszuholen,
so sollte es mit einem Aufwand, der vielleicht nicht kleiner, aber doch wohl auch nicht größer ist, auch möglich sein, seine radioaktiven Folgeprodukte wieder in den Berg einzugraben. Er sagte außerdem, ich habe mir sagen lassen, dass der gesamte Atommüll, der im Jahr 2000 vorhanden sein wird, in einen Kasten hineinginge, der ein Kubus von 20 Metern Seitenlänge ist. Wenn man das gut versiegelt, in ein Bergwerk steckt, wird man hoffen können, dass man das Problem gelöst hat. Karl Friedrich von Weizsäcker, ein bedeutender Physiker, und sein Physikerkollege Werner Heisenberg, dachte in ähnlicher Richtung. Er war derjenige, der auch das Atomforschungszentrum massiv protegiert und vorangebracht hatte. Der sagte 1955, was den Atommüll betrifft, so genügt es, ihn in einer Tiefe von 3 Metern zu vergraben, um ihn vollkommen unschädlich zu machen. Diese Pläne führten dann natürlich dazu, gerade hier so in der Region in Südbaden, wo Wiel vor der Tür ist, wo der Widerstand dann ja losging, führte dann Mitte der 70er Jahre dazu, dass auch in der Politik man merkte, irgendwie haben wir Probleme, unsere Atomkraft durchzusetzen. Muss man sich was einfallen lassen. Zum Beispiel im Wattenmeer. Es gab eine Studie von Dornier in den 70er Jahren, Atomkraftwerke im Wattenmeer zu bauen. Und es gab Pläne, Atomkraftwerke auf Helgoland zu bauen. Dazu sagte im Jahre 1978, Sie sehen das rechts, ist so ein bisschen auch gerade angedeutet in so einer Broschüre, oben Atommeile auf Helgoland. Der Wissenschaftsreferent in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagte im März 1978, die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Genehmigung von Kernkraftwerken fordern bald unkonventionelle Entscheidungen. Im Folgenden soll daher der Vorschlag gemacht werden, auf Helgoland ein Kernkraftzentrum zu errichten. Insgesamt ließen sich auf Helgoland mindestens 30 Kernkraftwerke mit insgesamt 39.000 Megawatt errichten. Ist ja, Sie lachen, es ist eine grandiose Idee. Sie haben Kühlwasser ohne Ende und vor allen Dingen, Sie können Helgoland sehr gut gegen Demonstranten abschirmen. Und wenn ein Unfall passiert, ist man auch weiter vor. Das waren tatsächlich die Gedanken, mit denen auch dieser Herr Gries damals versuchte, diese Idee schmackhaft zu machen. Ja, und einige Reaktoren wurden dann gebaut. Nicht überall war der Widerstand, so wie in Wiel, so groß. In manchen Gemeinden war man sehr stolz darauf, ein Atomkraftwerk am Ort zu haben. Und wenn man mal so wissen will, wie die Leute damals in der Zeit getickt haben, ist das manchmal ganz schön, wenn man sich einfach mal ein paar alte Postkarten anschaut. Die ganzen Atomgemeinden, weiß nicht, ob man es lesen kann, wir haben Obrigheim, wir haben Biblis, wir haben Philipsburg, Brunsbüttel, hier unten Garching und da oben, das ist Gundremmingen, haben alle ihre Atomreaktoren auf ihre Postkarten drauf gedruckt. Also offensichtlich ein etwas, was, auf das man stolz sein kann. Es gibt auch einige Gemeinden übrigens, die das Atomzeichen dann in ihr Stadtwappen übernommen haben. Also in Garching finden Sie auch den Forschungsreaktor. Ich glaube, 3 anderen Gemeinden, wo Atomkraftwerke stehen, haben Sie die auch in dem Wappen. Ja, wenn ich die Geschichte der Atomkraft erzähle, dann muss ich auch die Geschichte des Uranabbaus erzählen. Da hatten wir ja zum einen hier im Westen, gar nicht weit von hier in Menzenschwand, den Uranabbau. Noch größer, gigantisch quasi, war der Uranabbau in der DDR, in der Wismut. Dort wurde auf riesigen Flächen das Uran abgebaut und das waren dann solche Werbeplakate, mit denen man die Mitarbeiter für diese wirklich unmenschliche Arbeit akquirierte. Ich lese es einfach mal vor, ich weiß nicht, ob man das unten lesen kann. Deine Arbeit im Erzbergbau sichert die vorzeitige Planerfüllung und schafft dir bessere Lebensgrundlagen. Also die Wismut ist auch so ein Thema. Es gab da damals einen Menschen, der schon in der DDR, damals ein junger Mann,
so um die 20, der hat das recherchiert. Michael Beleites ist sein Name, ist auch einer von denjenigen, die ich im Rahmen dieses Projektes mal getroffen habe in Dresden und der mir seine Geschichte erzählt hat. Der hat damals schon unter DDR-Zeiten das recherchiert und ja, denke ich, auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Für die Mitarbeiter war das, wie gesagt, dieser Uranabbau, da ist Strahlung, da ist Chemie, da ist alles dabei. Für die Mitarbeiter gab es dann einen besonderen Branntwein, Trinkbranntwein, akzisefrei, also sehr billig. Den bekamen nur die Bergarbeiter, hatte den Spitznamen Kumpeltod und ich glaube, das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen, um diese Arbeit dort überhaupt noch irgendwo erträglich zu machen. Auch die Anwohner, das hier sind Abraumhalden von der Wismut. Auch die Anwohner waren davon sehr betroffen. Und dem Spiegel, einem früheren Spiegelartikel, entnehme ich, dass Mitarbeiter, das heißt nicht Mitarbeiter, dass Anwohner, die an diesen Abraumhalden wohnten und dann über Haarausfall klagten, vom DDR-Regime eine kostenlose Perücke bekamen. Ja, wir haben das Glück, hier in der Region die AKWs verhindert zu haben. Ein Bild vom Kaiserstuhl. Hier ein weiteres. Das sind so Bilder, die man sich einfach mal so anschauen und auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ich denke manchmal, wenn man sich einfach guckt, welche Leute dort auch vor Ort waren, kriegt man auch so ein bisschen Gefühl, aus welchem Milieu dieser Widerstand kam. Und wenn dann unser Ministerpräsident Filminger damals versucht hat, diese Menschen so in die radikale Ecke zu drängen, glaube ich, dokumentiert dieses Bild vieles, aber nicht unbedingt, dass dort radikale Systemveränderer am Werk sind. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, teilweise auch im Alemannischen, ihr Stuttgarter Herre, passe auf, Alemannezorn, das ist kein Bluff, solche Sachen wurde dann dort geschrieben und ein Bild aus einer Veranstaltung mal, es gibt nur Atomkraftwerksgegner und solche, die noch nicht darüber nachgedacht hatten, ein Zitat von Dennis Meadows, der vom Club of Rome kommt. Ja, die am Kaiserstuhl, dieser Widerstand war ja von daher ganz spannend, teilweise anders als an anderen Standorten in Deutschland und vielleicht auch ein Stück weit der Grund, dass es am Kaiserstuhl sehr erfolgreich ausgegangen ist. Es war ein Widerstand aus dem Dorf, es war die, sagen wir sonst, die brave Bevölkerung, die Winzer, die Landwirte, die eigentlich alles andere wollten, aber keinen Systemumsturz, die nicht irgendwie jetzt, wie teilweise in Bruckdorf dann später, stark von kommunistischen Gruppen geprägt waren, sondern die wollten ganz einfach in ihrer Gegend ja, das Klima auch erhalten. Der Kühlturmnebel war damals immer ein großes Thema. Und die Kaiserstühler waren auch so weit, dass sie irgendwann sagt, naja, wir können nicht immer nur gegen was sein, wir müssen auch für etwas sein, etwas, was in der Geschichte der EWS ja mit den Eltern für atomfreie Zukunft dann auch immer wieder zitiert wird. Die Kaiserstühler haben dann die erste Sonnenenergieausstellung gemacht 1976, hier die Sonnentage in Sassbach am Kaiserstuhl auf dem Gelände der Winzergenossenschaft. Es war die weltgrößte Solarausstellung, die es damals gab im Jahr 1976 mit 12 Ständen. Und wenn Sie mal gucken, wer da so alles gekommen ist, buntes Publikum. Es war nicht nur die Angst vor der Atomkraft, die in Wiel eine Rolle spielte, es war auch die Angst vor einer Industrialisierung der Region. Und dazu zitiere ich mal einen Absatz aus dem baden-württembergischen Staatsanzeiger von 1972. Manche von Ihnen werden den kennen, taucht immer mal wieder auch in der Wiel-Geschichte. Die Wieler haben ja jetzt 40 Jahre feiern gerade so gehabt. Dieses Zitat lautet, so wird das Rheintal zwischen Frankfurt und Basel die Wirtschaftsachse überhaupt werden. Nach Vorstellung von Sachverständigen soll die Ebene freigegeben werden für die gewerbliche und industrielle Nutzung, während die Funktionen
Wohnung, Erholung und so weiter in der Vorbergzone und in den Seitentälern angesiedelt werden sollen. Diese Angst vor dem Ruhrgebiet am Oberrhein war auch so ein Schlagwort, die zog sich dann auch durch bis zu Nachbarstandorten. Das ist eine Bauplatzbesetzung in Kaiseraugst, bei Basel auch ein Kraftwerk, was verhindert werden konnte. Ich glaube, die enge Anbindung zum Kaiserstuhl nach Wiel war da auch viel wert. Manchmal wird auch sogar die gemeinsame Sprache so als ein entscheidendes Kriterium definiert. Das Alemannische spielte in dem Widerstand damals eine große Rolle. Und ein Projekt, was ich sage gleich auch warum, in diesen Tagen ganz, ganz spannend finde, war in Österreich. Die Österreicher haben ja, ich finde es in diesem Moment ganz spannend, weil die Österreicher irgendwie, glaube ich, so ein Faible für knappe Entscheidungen haben. Ende der 70er Jahre haben die Österreicher mit 50,5% der Mehrheit entschieden, das damals bereits fertiggestellte Atomkraftwerk Zwentendorf bei Wien nicht in Betrieb zu nehmen. Das war fix und fertig gebaut. Man hat entschieden, mit 20.000 Stimmen Mehrheit etwa, dieses Kraftwerk nicht in Betrieb zu nehmen. Man hat aus dieser Entscheidung resultierend das Verbot, Atomkraftwerke zu bauen, in Österreich in die Verfassung aufgenommen. Und durch so ein paar Stimmen wurde Österreich dann am Ende atomstromfrei. Und ich glaube, wenn man es im europäischen Kontext sieht, bei Diskussionen heute über Euratom beispielsweise oder sowas, die Österreicher sind die besten Verbündeten manchmal für die europäische Anti-AKW-Bewegung. Und die Regierung, das muss man glaube ich auch so sagen, ist davon auch so überzeugt oder tut es aus politischer Raison, dass auch die Österreicher immer viel entscheidender auftreten, als es auch bei uns eine Regierung tut. Ich sage mal so Themen wie Hinkley Point, auch beispielsweise die Österreicher sind da immer ein wichtiger Mitstreiter. Und wenn man weiß, dass die Entwicklung von Österreich eine ganz andere genommen hätte, wenn es 20.000 Stimmen weniger gewesen wären, das heißt vielleicht 50,5% für die andere Richtung. Es gab in Österreich einige Projekte, dann hätte Österreich wahrscheinlich heute auch so eine Handvoll AKWs und würde damit auch eine ganz andere Politik betreiben. Ja, der Widerstand in Deutschland lief nicht überall so friedlich ab wie am Kaiserstuhl, manchmal auch relativ nett, so hier in Burgdorf, an der Unterelbe, AKW Nee hinten auf dem Rücken. Aber letztendlich gab es einige ziemlich heftige Auseinandersetzungen. Ich zeige einfach mal hier Bild vom Burgdorf. Burgdorf war so eine der heftigst umstrittenen und auch der größten Gewalttätigkeiten. Grunde war auch noch einiges los. Und dann auch in Kalka, wo der Schnelle Brüter gebaut wurde, der dann am Ende auch verhindert werden konnte, war auch sehr stark mit Polizeibegleitung ging dieser Baufortschritt voran. Der Schnelle Brüter, Sie wissen, es wurde ja dann nie in Betrieb genommen, heute ist da ein Freizeitpark drin. Ja, und dann gibt es auch noch so Bilder, die, als ich die Bilder durchgesehen habe, mich auch so ein bisschen irgendwie bewegt haben, weil ich irgendwie dachte, ey, das war ein Widerstand. Heute diskutieren wir, was wichtig ist, aber immer so ein bisschen uncharmant irgendwie nur über EEG und irgendwelche speziellen Passagen im EEG. Ich glaube, wenn man das sieht hier im Wendland, die Republik Freies Wendland 1980, da kommt irgendwie ein ganz anderes Gefühl von Widerstand und von politischer Arbeit auch raus. Deswegen habe ich das auch mit Freude vernommen, dass jetzt auch im Kohlebereich da wieder so ein bisschen Aktivismus irgendwie auch draußen auf den Bauplätzen herrscht. Ich war damals noch ein bisschen jung dafür und es war weit weg, Gorleben. Ich habe mir die Bilder angeguckt und dachte, irgendwie wäre es bestimmt toll gewesen, wenn man da dabei war in diesen Hütten, und das waren dann teilweise so ganz malerische Szenen auch, die dort auf dem Bauplatz stattgefunden haben. Das war richtiges Dorfleben,
Man hielt sich ein Dorfschwein auch, man hatte die dörfliche Infrastruktur teilweise, man hatte auch eine Hütte, wo sich Kranke dann mal hinlegen konnten und so. Also die Leute haben hier in Gorleben ähnlich, so ein bisschen wie es ja auch in Wiel war während der Platzbesetzung, haben da lange gelebt. Ja, große Auseinandersetzungen gab es dann auch um die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, die WAA. Und auch dort, ja, einerseits starke politische, also polizeiliche Eingriffe, polizeiliche Gewaltanwendungen auch. In Wackersdorf wurden dann auch Container hingestellt. Der Freistaat Bayern hat auf die Schnelle noch ein paar Staatsanwälte und Richter eingestellt, um in Containern dann die Leute da vor Ort direkt abzuurteilen. Aber auch der Wackersdorf-Widerstand hatte beeindruckende Facetten. Ein Rockkonzert mit über 100.000 Leuten, das WA-Ahnsinns-Festival, so nannte man das. Das war im Jahre 1986 in Burg Lengenfeld, nicht weit von Wackersdorf entfernt. Da traten Gruppen auf wie BAP und so, die gesamten politischen Liedermacher in Deutschland. Also da war Atomwiderstand dann auch ein Stück weit Party. Kurzer Blick noch in den Osten rüber. In der DDR waren ja mit dem Ende der DDR 6 AKWs abzuwickeln, die in Betrieb waren. Das waren 5 Reaktoren in Lubmin, Greifswald, einer in Rheinsberg. Es wurden außerdem noch 8 weitere in Stendal gebaut, gerade die aber, da kam die Wiedervereinigung dazwischen, nie ans Netz gingen. Zu den DDR-Reaktoren gibt es auch eine spannende Geschichte. Da gab es einen Physiker, oder gibt es noch einen Physiker, Sebastian Flugbeil, der damals in der Umbruchphase, als man versucht hat, die Regierung der DDR noch so ein bisschen irgendwie die politischen Entwicklungen im Zaum zu halten, durften die Bürgergruppen Vertreter entsenden in das Kabinett. Und das neue Forum damals in der DDR durfte auch einen Minister stellen. Und da hat sich Sebastian Flugbeil gemeldet, ein Physiker, der bei IPPNW, bei den Ärzten gegen den Atomkrieg auch tätig war, hat sich gemeldet. Und er hatte nur ein Ziel, die Atomkraftwerke in der DDR wegzubringen vom Netz. Er war ein Minister ohne Geschäftsbereich. Das Einzige, was er hatte, war eine Sekretärin und ein Dienstwagen. Er ist ins Büro gefahren, hat sich die Unterlagen geholt, ist nach Hause gefahren, hat die kopiert, hat am nächsten Tag die Unterlagen wieder zurückgebracht und hat es auf die Art und Weise geschafft, der Mann war vom Fach, dass die Sicherheitslücken dieser Reaktoren so offenbar wurden, dass kein Mensch mehr es riskieren wollte und konnte, die DDR-Reaktoren über die Wiedervereinigung hinaus am Netz zu lassen. Es gab noch kurze Ideen dann von Siemens, die dann irgendwie sagten, wow, toll, wenn wir die Reaktoren russischer Bauart sanieren, dann steht uns ein Riesenmarkt in Russland auch zur Verfügung. Aber auch das hat er geschickt abwehren können, weil er die entsprechenden Unterlagen hatte und haarklein nachgewiesen hat, dass da gar nichts mehr zu machen ist, dass die nicht auf einen Sicherheitsstandard ausgebaut werden können, der westdeutschen Vorstellung entspricht. Und damit waren die Atomkraftwerke in der DDR dann weg, weil ein Mensch in der richtigen Moment an die richtige Stelle gekommen ist und mit sehr viel Kompetenz auch wusste, wie er damit umgeht. In der DDR gab es auch damals schon so einen gewissen Widerstand auch gegen die AKW. Es gab auch Aufnäher, ich fand den irgendwie ganz faszinierend, so ein Stück Leinen, wo fast so eine Art Kartoffeldruck dann irgendwas drauf geschrieben wurde. Also man hat da auch tatsächlich schon in der Endphase der DDR, als man dann schon merkte, da gärt irgendwie was, sich auch auf die Art und Weise getraut, so ein bisschen seine Meinung kundzutun. Ja, wenn man über den Atomausstieg redet, darf man einen Menschen nicht vergessen, der, ich will jetzt zu der heutigen Diskussion um ihn im Moment auch gar nichts sagen, weil er sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt hat teilweise, die etwas auch mit dem teilweise von damals nicht viel zu tun hatte, das ist Holger Strom.
Holger Strom hat damals das Buch geschrieben, Friedlich in die Katastrophe. Das war die Bibel auf den AKW-Plätzen, auf den Bauplätzen. Ein Buch, was dann später von 2001 nochmal nachgedruckt wurde, in 100.000 Auflage dann irgendwie vertrieben wurde, wo er die Risiken der Atomkraft zeigte. Und ich habe jetzt hier noch ein Bild, eine Anzeige, die in der Regensburger Presse erschien, nachdem Holger Strom dort im Zusammenhang mit der Wackersdorf-Diskussion mal aufgetreten ist. Man kann es schlecht lesen, ich lese einfach mal vor, so ein paar Sätze. Also diese Anzeige ist von der DWK, dem Bauherr der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Und da steht: Mit Schreckensvisionen ungeheuren Ausmaßes konfrontierte Holger Strom bei seinem Auftritt in Schwandorf seine Zuhörer. Und dann unten weiter sein 1973 erschienenes Buch über die angeblich zu erwartende Atomkatastrophe besteht deshalb auch praktisch nicht aus eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern zum großen Teil aus Darlegungen, die dieser Horrorschriftsteller von anderswo übernommen hat. Das Interessante an dieser Anzeige, die erschien am 26.04.1986 in der Regensburger Zeitung. Das Datum von Tschernobyl. Das waren die Horrorgeschichten. Ja, die neuere Geschichte kennen Sie alle sehr gut. Der Atomausstieg, der dann kam, möchte ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Meine Zeit ist auch so langsam dann am Ende und auch die Bilder, damit bin ich dann soweit durch. Und ich habe zum Abschied noch ein Bild, was ich irgendwie ganz witzig fand. Ich habe das in Freiburg kürzlich entdeckt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.